Ich habe mich die letzten 20 Jahre damit beschäftigt, Intelligenz in Dinge einzubetten, das heißt Pervasive Computing. Und eben da ich immer Probleme mit der Sprechzeit habe, habe ich dieses Mal einfach das, was ich sagen möchte, in ein Executive Summary gefasst, ein Video, das ich Ihnen gleich am Beginn zeige, weil wenn wir zum Schluss nicht durchkommen, haben Sie zumindest das Executive Summary von heute gehört und mitgenommen. Und dieses starte ich jetzt. Wie denken die Welt verändert? Unserem Denken nach entstand vor 13,8 Milliarden Jahren aus einer Singularität in einer gigantischen Energieexplosion das, was wir heute Universum nennen. Wasserstoff- und Heliumatome verdichten sich zu massereichen Sternen. Supernoven verschmelzen Protonen zu chemischen Elementen unterschiedlichster Kernladung. Das Zusammenwirken von Energie, der Diversität chemischer Elemente mit Kohlenstoff als Träger und Wasser in flüssiger Form ist die Voraussetzung für die Bildung langkettiger Moleküle. Organisches Leben entsteht. Das Biomolekül DNA kombiniert Stickstoff-, Sauerstoff- und Kohlenstoffatome zu Nukleinsäuren und kodiert zugleich Träger von Erbinformationen, die für die Entwicklung von Lebewesen notwendig ist. Die DNA kopiert sich mit der Zellteilung selbst und verteilt damit die Bauvorlage für die Entwicklung weiterer Lebewesen. 2011 konnten japanische Wissenschaftler eine erste Form des Denkens bei Lebewesen nachweisen, die aus nur einer einzigen Zelle bestehen. Amöben verfügen über molekulare Mechanismen des Gedächtnisses, die ihre Schwimmrichtung steuern. Denken als Selbstorganisation, in der Information verarbeitet wird. Aus einzelligen Lebewesen entstehen durch Zellspezialisierung Mehrzeller. Eine auf Erregungsübertragung hochspezialisierte Zelle, das Neuron, bildet die Grundlage für die bemerkenswerteste und grundlegendste Form des Denkens. Das Denken auf Basis eines Denkorgans, eines Gehirns. Ihr Zellkern kann über einen Zellfortsatz, das Axon, Erregungen des Zellkörpers an andere Neuronen weiterleiten und gleichzeitig über eine zweite Art von Zellfortsätzen, die stark verästelten Dendriten, die Erregung anderer Neuronen aufnehmen, also Information austauschen. Untereinander kommunizierende Neuronen sind die Grundlage jeglicher Form des in einem organischen Apparat, einem Gehirn, konzentrierten Denkens. Zunächst eingebettet in das tragende Konstruktionselement aller Wirbeltiere, der Wirbelsäule, entwickeln sich Neuronennetzwerke zum zentralen Nervensystem aller höheren Lebensformen. Mit dem Entstehen der Atmosphäre und der Evolution der Pflanzen wechseln Wirbeltiere vom Wasser auf das Land und entwickeln den neuen Lebensbedingungen entsprechend das Reptiliengehirn. Es ist das Zentrum aller tierischen Instinkte. Der Asteroideneinschlag auf der Halbinsel Yucatan vor rund 65 Millionen Jahren zerstört die Lebensbedingungen der dominierenden Spezies, der Reptilien. 75% aller Lebewesen verschwinden, was zugleich eine Chance für die Evolution der Säugetiere eröffnet. Das Gehirn der Säugetiere entwickelt zu den Reflexzentren des Reptilienstammhirns weitere neuronale Strukturen, die Empathie und Emotion abbilden. Das limbische Gehirn entsteht. Mit dem aufrechten Gang, dem Gebrauch von Werkzeugen und der Beherrschung von Feuer beginnt sich ein völlig neuer Neuronenverband zu bilden, der in atemberaubender Geschwindigkeit zum Neokortex heranwächst. Also jenem Teil des Gehirns, in dem rationales Denken abgebildet wird. Mobilität, Sprache und Kommunikation, Ackerbau und Hüttenbau
entwickeln das heutige menschliche Gehirn auf einen unvorstellbar komplexen Verband von mehr als 100 Milliarden Neuronen. Der Neokortex macht 80% des Gesamtgehirns aus und ist jenes einzigartige biologische Organ, das freies Denken ermöglicht. Ausgestattet mit diesem Denkapparat entwickelt der Mensch Rad, Schrift, Architektur, Technik, Kunst und mechanische Maschinen und eine Vorstellung über das Universum. Quantenmechanik und Relativitätstheorie erklären, was die Welt zusammenhält. Der denkende Mensch wird zum wichtigsten Einflussfaktor auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde. Alle durch das menschliche Denken ausgelösten Veränderungen der Welt ergeben das jetzige Erdzeitalter, das Anthropozän. Wo liegen die Grenzen des Denkens? 1931 beweist der österreichische Logiker Kurt Gödel, dass es in einem widerspruchsfreien Axiomensystem wie der Logik, der Arithmetik oder der Geometrie immer Aussagen gibt, die weder bewiesen noch widerlegt werden können. Darauf aufbauend entwickelt 1936 der englische Mathematiker Alan Turing eine zeichenkettenverarbeitende mathematische Modellmaschine, die Turing-Maschine, und beweist damit, dass Algorithmen ausführende Maschinen nicht alle mathematischen Probleme lösen können. Die Turing-Maschine ist dem denkenden Menschen abgeschaut. Er liest aufgeschriebene Zeichen, er denkt und verändert seinen Geisteszustand und schreibt schließlich neue Zeichen auf. Die Turing-Maschine ist das Referenzsystem für alles, was wir heute als Computer bezeichnen. Computer haben die Welt verändert. 1969 landet der Mensch mit Apollo 11 computergesteuert am Mond. 1999 wird mit Hilfe des Computers das Chromosom 22 sequenziert und damit die menschliche Erbinformation entschlüsselt. 2013 bestätigen Wissenschaftler mit Hilfe des Computers die Existenz des Higgs-Bosons, des die Welt zusammenhaltenden Gottesteilchens. Heute halten kleinste Computer in Form von Herzschrittmachern mehr als 3 Millionen Menschen weltweit am Leben. Aber können Computer auch denken? 1997 besiegt ein Computer erstmals den regierenden Schachweltmeister Garry Kasparov. 2016 besiegt ein Computerprogramm erstmals den 18-fachen Go-Weltmeister Lee Sedol. Könnten nun auch Maschinen, Werkzeuge, Bauteile, Materialien, Halbzeuge und alle damit hergestellten Güter denken? Wissenschaftler gehen heute dieser Frage nach und kommen zum Schluss, Produkte und Produktionssysteme der Zukunft werden denken. Wie werden denkende Produkte und Produktionssysteme die Welt verändern? Und wie werden diese ihr Business verändern? Ja, herzlichen Dank. Damit wissen Sie schon einmal das Wichtigste für heute. Ich danke auch dem Otto Clemens, den Text hier eingesprochen zu haben, den Sie wahrscheinlich aus verschiedenen Universumsendungen bereits kennen.
daran möchte ich jetzt anknüpfen und auch fortsetzen. Ich habe mir zwar eine Agenda zurechtgelegt und ich hoffe, dass wir durchkommen, kann aber sein, dass Teile davon erst am Nachmittag besprochen werden. Ich möchte beginnen mit dieser Grundsatzfrage des Denkens und der Übertragbarkeit dessen, was wir als freies Denken verstehen, auf Maschinen. Und in dem Video habe ich das eigentlich schon angesprochen. Erwähnenswert in dieser Sache ist auf jeden Fall die Arbeit von dem englischen Mathematiker Alan Turing, der in seinem Aufsatz 1936 On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem eine Maschine entwickelt hat, die dieses Bandkonzept zugrunde liegend hat, also ein Eingabeband, auf dem Zeichen draufstehen, wo ein Schreiblesekopf bewegbar ist, nach links, nach rechts, ein Zeichen liest, das mit einer Zustandsübergangstabelle, die dahinter gelegt ist, diesen Zustand der Maschine ändert, letztlich irgendetwas auf dieses Band wieder schreibt und damit zu dem nächsten Verarbeitungsschritt übergeht. Ja? Also wir haben diesen Lese-, Denk-, Zustandswechsel-, Schreibzyklus, wie eigentlich bei Menschen beobachtbar ist, auch in dieser formallogischen Konstruktion von Turing festgehalten. Heute sind alle Computer, die wir in Verwendung haben, nach genau diesem Prinzip gebaut, nämlich dass eine Instruktion nach der anderen abgearbeitet wird und die Folge von Instruktionen, ein Algorithmus sozusagen, eine Problemlösung beschreibt. Und wenn es die Art von Problemen ist, die eine Maschine lösen kann, nämlich alles das, was in Algorithmen fassbar ist, ja, Frage ist dann, wie weit kann dieses gehen und kann das auch mit Denken verglichen werden? Also Turing hat eigentlich mit dem Festlegen der Turing-Maschine die Kategorie der algorithmisch lösbaren Probleme identifiziert. Alles, was algorithmisch lösbar ist, ist, wofür Computer eingesetzt werden können. Das ist eine grundsätzliche Feststellung. Und alles das, was nicht in einen Algorithmus fassbar ist, ist nicht durch einen Computer lösbar. Ja? Und da stehen wir auch in diesem Fundament bis heute eigentlich. Würden Sie irgendein Problem kennen, das nicht algorithmisch lösbar ist? Die formalen Logiker, die Mathematiker im Raum? Oder einfach nur, die ihr gutes Bauchgefühl für Probleme haben? Also der Zufall beispielsweise ist so ein Problem. Eine echte zufällige Zahl kann kein Computer der Welt generieren. Es gibt gute Random Number Generators, also Zufallszahlengenerierungsmechanismen, aber das sind Algorithmen. Und bei Definition ist das eigentlich schon ein Widerspruch. Also wenn wir den echten Zufall wollen, dann müssen wir Herrn Zeilinger holen, von der Verschränkung von Photonen reden und dann die Ortsbestimmung von diesen Photonen hernehmen, als die zufällige Position von diesem Photon irgendwo im Raum. Also das wäre echter Zufall. Dazu kommt die Arbeit, die davor eigentlich schon liegt, also Turing steht auf den Schultern von Giganten. Einer davon ist natürlich Kurt Gödel, der eine Universal Coding Language, eine Sprache, in der er formal alles beschreiben kann, was etwa das Russell and Whitehead Buch über die Principia Mathematica 1880 oder so, das in drei Bänden zusammenfasst, alles, was die Menschheit über Mathematik heute weiß, versucht formal zu beschreiben und dann aus diesem Axiomensystem alles das abzuleiten, was man in der Mathematik ableiten kann. Und er kommt zu diesem Schluss und zu einem formalen Beweis, dass dieses nicht möglich ist. Also es gibt Aussagen, die wir generieren können aus einem formal logisch zusammenhängenden System, die trotzdem nicht klar mit Ja oder mit Nein beantwortet werden können. Also wenn wir nur ein Blatt Papier nehmen, ein weißes Blatt Papier, und dort schreiben wir drauf auf die Vorderseite: Die Aussage auf der anderen Seite dieses Blattes ist falsch. Dann drehen wir dieses um
und schreiben auf die andere Seite dieses Blattes die Aussage, auf der anderen Seite dieses Blattes ist richtig. Jetzt lesen Sie das eine, lesen das andere, Sie sind in einem fürchterlichen Dilemma, was jetzt nämlich stimmt. Ist es jetzt falsch oder ist es wahr? Es kommt darauf an, aus welcher Betrachtungsrichtung Sie das sehen. Und das ist jetzt eine sehr einfache und naive Erklärung des Unvollständigkeitstheorems von Kurt Gödel. Also die Sache hier ist unentscheidbar. Sie können nicht sagen, ob es falsch oder wahr ist. Und dieses hat Gödel für den gesamten Apparat der Mathematik nachgewiesen, damit natürlich einige ernüchtert, die an die Widerspruchsfreiheit in der Mathematik geglaubt haben. Und das hat auch der Doktorvater von Alan Turing, Alonzo Church, aufgegriffen und auch eine eigene Sprache, den Lambda-Kalkül, entwickelt, mit der man solche logischen Systeme formal beschreiben und dann Ableitungen davon treffen kann. Und hat es zurückgeführt auf ein Entscheidungsverfahren. Also wann immer wir für eine Menge von Elementen in einer großen Menge, zum Beispiel den Axiomen der Mathematik, sagen können, ob es wahr ist oder falsch ist, dann bedeutet es, es braucht einen Algorithmus, der das Entscheidungsverfahren dafür ermittelt. Und dieser Algorithmus kann gezeigt werden, stoßt genau an dasselbe Problem, das wir ihn manchmal finden können, manchmal nicht, dass also es Entscheidungsprobleme gibt, die nicht entscheidbar sind. Und das ist die Antwort auf das Hilbert-Ackermann-Problem von 20 Jahren davor, die von einer solchen Entscheidbarkeit geträumt haben eigentlich. So, aus Turing ist, das ist ja natürlich nur Gedankenmodell und Formelapparat, ein ungarischer Mathematiker John von Neumann herangegangen und hat einen Vorschlag für eine Maschine gemacht, die das Formelwesen von Turing, die Turing-Maschine, in Hardware implementiert. Ja? Also in Schaltkreise, in digitale Schaltkreise und so fort. Und wir sehen den John von Neumann hier. Und sein Architekturvorschlag, eine Referenzarchitektur, besteht aus zwei Komponenten. Die erste Komponente ist Memory, also Datenspeicher, in dem bei John von Neumann die Berechnungsdaten, aber auch die Programme liegen. Programme kodiert in geeigneter Form sind nichts mehr als Daten und die enthalten Instruktionen, die Schritt für Schritt im Gödelschen Sinne, Entschuldigung, im Turingschen Sinne abgearbeitet werden. Und demgegenüber steht in der von Neumann-Architektur eine Processing Unit, also dort, wo gerechnet wird. Ja, Arithmetic Logic Units, dort können Registerinhalte kombiniert werden mit anderen, logisch und oder verknüpft werden, Exclusive OR, da kann multipliziert, dividiert etc. werden. Das ist die Recheneinheit. Und die beiden Dinge, die sind getrennt. Es gibt einen Fluss von Daten aus dem Memory in das Rechenwerk und wenn Ergebnisse produziert werden, von dem Rechenwerk zurück in den Speicher. Und das Adressierungsschema ist für den Speicher eines der nummerierten Adressen. Also wenn wir eine bestimmte Adresse wissen, können wir dort einen bestimmten Wert hineinschreiben und ihn von dort wieder abholen. Die Vereinbarung ist, dass es nur eine einzige Schreiboperation zu einem Zeitpunkt geben kann, später eine andere, vorher eine andere, aber zu einem Zeitpunkt nur eine einzige. Es können nicht viele gleichzeitig dort draufschreiben. Damit ist immer klar, welcher Wert dort zu liegen kommt, wenn geschrieben wird. Jeder Computer, den wir heute am Planeten haben, arbeitet nach genau diesem Prinzip. Wenn man jetzt Quantencomputer in neuen Zuschnitt einmal wegmoduliert, aber im Grunde alles, was heute in ihren Taschen, in ihren Smartphones, in ihren Notebooks etc. steckt, in ihren Mikrowellen, in ihren Fahrzeugen, ist alles nach diesem Prinzip Speicher, Rechenwerk organisiert. Ja, es gibt nichts anderes.
Dieses hat natürlich auch seine praktische Umsetzung. 1973 Palo Alto mit dem Alto 1, das ist später dann kommerzialisiert worden. Ich glaube, Steve Jobs ist das, was man hier als erstes erwähnen muss. 1976 mit dem Apple 1, der ist jetzt nicht am Bild drauf, war knapp vor dem Verkauf. Bei dem Verkauf ist man draufgekommen, dass es mit dem Memory Management bei Apple 1 noch etwas hat und hat gewartet, um dieses zu beheben, um später auf den Markt zu treten. In der Zwischenzeit ist Commodore mit dem PET auf den Markt gekommen und damit Erster gewesen auf dem Personal-Computer-Markt. Im Juni des nächsten Jahres ist der Apple II-Computer dann auf den Markt gekommen, Sie kennen ihn alle. Und in der Folge der weltprominente IBM-PC, der 5150, ein 8-Bit-Prozessor, der jetzt dieses Erscheinungsbild hat, ein Rechenwerk, ein Speicher, vorgesetzt ein Bildschirm für den Output an den Benutzer, davor gesetzt auch eine Tastatur für den Input des Benutzers. Ja. Und kaum auf dem Markt hat auch schon das Time Magazine den Erfolg hier gerochen und den Personal Computer auf die Titelseite Machine of the Year, dieses Mal nicht der prominente Man of the Year, Woman of the Year, sondern die Maschine des Jahres, damit promotet. Ja? Und sehr viele Computer dieses Zuschnitts haben den Anspruch, einer einzigen Person zu dienen, auf die Person optimiert zu sein, nicht in irgendeinem Raum füllenden Arrangement irgendwie viele, viele technische Komponenten zu vereinen, sondern das auch tragbar zu machen in einem Notebook-Computer, in einem Mobiltelefon und so fort. Ja, also die äußere Form ist ein bisschen verschieden geworden. Das sind die Sales-Zahlen von Personal-Computern, die muss ich Ihnen nicht erklären oder nicht zeigen. Interessant vielleicht hier, das ist wieder erwarten, einen Covid-19-Zuwachs im Sales von Personal-Computern gegeben hat, insbesondere von Tablets. Ja, Laptops. Und wir sehen auch, dass bei Mobiltelefonen ein ähnlicher Trend stattgefunden hat, wenngleich ein Einbruch 2019, 20 etc., aber schon wieder ein Aufholen in dieser Zeit. All diese Computer, die jetzt vielleicht in unterschiedlicher Form vorliegen, heute am Planeten verwendet werden, von Neumann Architektur Computer sind, definieren das, was ich als Personal Computing Zeitalter bezeichne. Und damit möchte ich Sie auf diese Erklärung des Wortes Pervasive Computing ein bisschen führen und mache jetzt ein bisschen einen kleinen Abstich daraus. Also da sehen Sie jetzt die Computer, die wir heute verwenden und die so typischerweise für das stehen, was wir heute IT bezeichnen. Die Interaktion mit diesen Computern passiert über explizite Interaktion, über Eingabegeräte, über Tastaturen, über Mäuse, über Trackballs, über Touchpads, über Pointing Sticks und so weiter. Aber der Mensch muss aufmerksam und explizit Eingabe an dieses System machen, dann reagiert dieses System mit einer Ausgabe und das zeigt es meistens über einen Bildschirm an. Also es ist explizite Interaktion. Und Pervasive Computing ist genau das Gegenteil davon. Ja? Pervasive Computing ist Computing, das sich so tief in diese Alltagsgegenstände hineinbettet, dass man nicht mehr den Eindruck hat, dass das ein Computer ist. Ja? Es ist nicht sichtbar, es ist nicht erkennbar und vor allem es hat keine Tastatur und es hat auch keinen Bildschirm. Ja? Also man impliziert, man interagiert mit diesen Dingen implizit. Wie? Die Herangehensweise ist, dass wir die Dinge ausstatten mit einer Sensorik. Sensorik für physikalische Parameter, Temperatur, Beschleunigung, Lichtdichte, Lautstärke und so weiter. Dass wir diese Sensorikdaten auswerten zu einem Art Verständnis über die Situation. Können Sie sich einen Computer vorstellen, der jetzt die Situation hier in unserem Raum versteht? Klar, also wenn alle Kameras, alle Mikrofone, alle Temperaturfühler, alle Personenzählsysteme zusammennehmen würden, dann würden wir einen Computer haben, der ist jetzt zwar verteilt, aber der würde uns sagen, das ist hier eine Vortragssituation.
Ja, das können Maschinen machen. Das wäre dieses Understanding dazu. Dazu kann man einen Plan entwickeln zu diesem Situationsverständnis. Diesen Plan kann man auch umsetzen. Dieses Umsetzen passiert durch Aktuatoren. Es könnte die Temperatur geregelt werden, das Licht könnte nach oben geschoben werden, etc. Das ist sozusagen eine Art Reaktion des Systems auf diese eingeschätzte Sachlage. Und damit beschäftigen wir uns im Themenfeld Pervasive Computing. Und natürlich ist das Intelligenz und künstliche Intelligenz, die hier hereingebettet wird. Ich greife nur ein bisschen vor, auch vom Nachmittag. So schauen unsere Arbeiten aus. Das ist jetzt hier einfach ein Power-Tool, das wir mit Intelligenz anreichern wollen, wo viele, viele Komponenten dazu beitragen. In erster Linie Sensorik, auch Aktuatorik, eine Rechenkomponente, eine Intelligenzkomponente, die die klassischen Methoden der Artificial Intelligence implementiert und hier auf dieses kleine Format, auf dieses Gerät herunter bricht und dort auch einbettet. Ja? Und natürlich können jetzt viele solche Dinge nebeneinander stehen mit derselben Möglichkeit, sensorisch zu erheben, Schlussfolgerungen zu ziehen, Pläne zu machen und diese Pläne auch umzusetzen. Und da die jetzt alle ja vernetzt sind, können sie sich auch gegenseitig dabei helfen und austauschen damit. Und dieses Austauschen passiert über das, was ich jetzt hier Cyber-Physical Substrate bezeichnen möchte. Und Sie würden wahrscheinlich das Internet der Dinge dazu sagen. Es ist einfach die Vernetzung der Dinge untereinander, um sich gegenseitig mit ihren Pläne machen, mit ihrem Verständnis erzeugen, mit ihrer Einschätzung der Lage auch auszutauschen und diese Dinge zu einem gemeinsamen Ganzen zu führen. Und da werden Sie jetzt sagen, naja, diese Bilder hier, das sind ja alles Symbole für spielerische Erklärungen von solchen eingebetteten Intelligenzsystemen, Embedded AI-Systemen. Aber die haben wir alle gemacht. In meinen 20 Jahren, die ich in Linz bin, mit den vielen Projekten, habe ich alle diese Dinge, die Sie hier sehen, tatsächlich implementiert, tatsächlich den Funktionsnachweis gebracht. Natürlich schauen die jetzt nicht so schön aus, aber wir sind in Kooperationsanbahnung mit Gucci und überlegen, ob wir dann das auch in so Ray-Ban, in so klassische Brands bringen können. Also bei uns schauen die Dinge noch so aus, dass wir so eine Datenbrille haben, in der situationsangepasst dem Menschen gezeigt wird, was er in der wirklichen Welt sieht und mit kleinen Annotationen erklärt bekommt, was man sieht, vielleicht die Visitenkarte der Person anzeigt, mit der man gerade spricht und so weiter. Wir haben Sensor ausgestattete Accelerometer, Magnetometer, Gyroskop ausgestattete Schuhe entwickelt, linke, rechte Schuhe. Man kann ohne Überraschung sehen, dass man das Gehen zum Beispiel auf einem geraden Terrain an einem Sensordatenmuster erkennen kann, schon als Mensch, nur wenn man hinschaut, das werden die kleinen Daten jetzt hier nicht lesen können, und wenn man treppauf geht, ist das ein bisschen anders, dieses Muster, man kann einfach erkennen, geht der Mensch nach oben oder geht er geradeaus oder biegt er rechts ab oder biegt er links ab, etc. Nach dem Capron-Desaster habe ich einen EU-Projektsantrag gestellt, wie man Menschen in kritischen Situationen evakuiert. Wir haben einen Life-Belt entwickelt, das ist ein vibrotaktiles Navigationssystem, also etwas, das nicht auf den visuellen Sinn und den auditorischen Sinn angewiesen ist, sondern dort, wo diese Sinne überfrachtet sind. Erinnern Sie sich an diese Capron-Desaster-Situation, der brennende Zug, 150 Menschen sterben dort, weil sie nach oben flüchten. Und die toxischen Gase, weil dieser Tunnel wie ein Kamin wirkt, erfassen sie und kommen dort ums Leben. Die 11, die nach unten treppab versuchen zu flüchten, kommen ganz unbeschadet aus der Situation heraus, weil die toxischen Gase dort nicht hinkommen. In der Bergstation hätte man das gewusst, aber man hat es nicht kommunizieren können, weil es finster war, Displays anzeigen, Achtung, machen Sie das, funktioniert nicht. Lautsprecher ansagen, nicht weil Panik ist, weil Geschrei ist, etc. Frage ist, kann man auch über andere Kanäle den Menschen Informationen mitteilen? Antwort, ja, wir haben diesen vibrotaktilen Gurt, der hat 8 Taktoren eingebaut und der vibriert in die Richtung, in die ich gehen muss, damit ich den effizientesten Notausgang finde. Ja?
Und das braucht nicht trainiert werden. Also wir haben zeigen können, dass das intuitiv klar ist. Wenn es hier vibriert ist, gehe ich dorthin. Ich brauche keine Bedienungsanleitung dafür. Das ist dieses Live-Belt-Thema, das wir hier implementiert haben. Oder die Notifikation von Nachrichten auf dem Handgelenk beispielsweise. Also wenn Sie jetzt hier sitzen und das Mobiltelefon eingesteckt haben und es macht brumm, brumm, was wissen Sie dann? Dass irgendwer anruft. Ja. Aber Sie wissen nicht, wer anruft. Und wir haben jetzt sozusagen mit einem Viertaktor-System und einem Alphabet von taktilen Signalen Nachrichten kodiert und versucht zu ermitteln, wie viele verschiedene Nachrichten können Menschen, die eigentlich mit einem primären Task beschäftigt sind, jetzt unterscheiden, was das ist. Ja, also es könnte sein, dass ein solches Muster, wir variieren in die Frequenz und die Intensität, wenn es sozusagen ein Düt, 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 Düt daherkommt, dann könnte man sagen, es ruft gerade der Lebenspartner an. Oder wenn Düt, 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 Düt daherkommt, dann könnte das sein, die Aktienkurse fallen. Ja. Oder wenn es heißt Düt, 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 dann ist das Garagentor nicht zu. Und wir haben zeigen können, dass bis zu 3-Bit Informationen Menschen, die unter Arbeitsdruck mit dem primären Task sind, ihre tägliche Verrichtung nachgehen, bei zufälligem Erreichen dieser Nachricht immer noch sagen können, was das für eine Nachricht war. Also höchst erstaunlich. Ja? Und es braucht keinen Bildschirm, es braucht keine auditorische Ansage dazu. Die Sitzsensorik, die wir da in der Mitte entwickelt haben, ist das Einlaminieren von Drucksensoren in die Sitzfläche und in die Lehne von Zuhörersitzen in solchen Vortragssituationen. Das sind 1024 Drucksensoren eingebettet. Wenn da eine Person Platz nimmt, da sehen Sie hier dieses Muster, dann hinterlässt der Körper irgendwie ein Druckmuster. Aus diesem Druckmuster können wir klar sagen, wer diese Person ist. Sie setzen sich dorthin und dort kommt heraus Karin Meierhofer. Warum? Weil die Sitzknochendistanz ein biometrisches Merkmal ist und wenn nicht viele Leute da sind, also wenige in Frage kommen dafür, kann man genau sagen, das ist die Person und das könnten Sie als Computerarbeitsplatz, Stuhl sich vorstellen, da brauchen Sie kein Passwort mehr eingeben oder die Usernamen wissen, da setzen Sie sich einfach hin und Sie sind autorisiert eingeloggt in dieses System. Ja. Oder da die Verkehrsanalyse auf dem M30 Highway in Madrid, dann danach hier, da sehen Sie diese Wochenverkehrsmuster an einer bestimmten Stelle dieser spanischen Gürtelstraße. Ja. Und dort haben wir einfach Stauvermeidung durch Indikation, ob es jetzt sicher ist, in die Straße einzufahren, implementiert durch Vibration im Fahrersitz und durch Vibration im Gürtel. Also Signale vereinbart, dass wenn es safe ist, einzufahren in diese Seitenstraße oder aufzufahren auf diese Autobahn, dass man das vibrotaktil kommuniziert bekommt und haben eine enorme Steigerung des Stauvermeidungsverhaltens hier erzeugen können. Bis hin zur Wahrnehmung von Anzeigen im öffentlichen Raum durch Digital Signage Systeme, die die Aufmerksamkeit erkennen und den Menschen hier irgendwie informieren können, entsprechend seiner Interessenslage, aber auch die Werbewirtschaft in diesem Sinn unterstützen, dass nicht nur statistisch, sondern wirklich auf Pay-per-View-Basis, welches Sujet wurde wann, wie oft, von wem in der U-Bahn angeschaut, genau das ist, das dem Verrechnungsmodell der Werbewirtschaft dann zugrunde liegt. Also die haben wir auch gemacht, solche Systeme und so fort. So, also jetzt in aller Eile zurück. Ja, Computer, the Machine of the Year, 83, dann ist eben dieser berühmte Garry Kasparov gekommen, 6 Partien gegen ein Computerprogramm auf dem IBM Supercomputer Deep Blue. Ja, Philadelphia zuerst gewonnen, das zweite in New York City verloren. Der weltregierende Schachweltmeister wird geschlagen. Das führt unter anderem genau dieses selbe Time Magazine dazu, wieder zu titeln, jetzt im 96er Jahr, Can Machines Think? Die Redaktionen dort haben aber nicht gewusst, dass es
einen Alan Turing gibt, der eigentlich diese Frage schon viel früher gestellt hat. Nämlich 1950 in seinem Aufsatz im Mind, das ist ein Periodical der Psychologie, wo quarterly Forschungsergebnisse präsentiert werden. Der Artikel heißt Computing Machinery and Intelligence. Ja, und das ist der erste Satz dieses Titels. I propose to consider the question, can machines think? Das ist auch eine Parte für den Titel, den ich heute hier gewählt habe für diesen Vortrag, klarerweise. Und dann handelt er ab, klar kommt es darauf an, wie man jetzt Maschine definiert, klar kommt es darauf an, wie man Thinking definiert und so fort. Und dann kommt dieser Ansatz einer englischen Firma in London, die eigentlich ein Subsidiary von Google ist, die heißt AlphaGo. Und die heißt DeepMind. Und die implementiert ein Programm, dieses heißt AlphaGo, und das ist ein Computerprogramm, das Go spielt. Ja. Und dieses ist völlig anders angesetzt, als DeepMind zunächst erwartet hätte. Die Blaupause von Deep Blue, IBM, Schachspielen, geht hier nicht, weil Schachspielen ist vom Problem her etwas, wo wir immer klare und vollständige Informationen darüber haben, wie es weitergeht. Also ich kann hier einen Zug machen, als weiß oder als schwarz. Danach gibt es eine neue Situation, da kann wieder schwarz einen Zug machen, entsprechend dieser. Ich kann einen Baum aufspannen, der alle möglichen Ausgänge dieses Schachspiels zeigt. Ein Mensch kann das natürlich nicht, aber eine Maschine, die viel Speicher hat, die viel Rechen, die kann das natürlich und überrascht dann mit diesem Momentum, dass das so schnell geht, dass die Maschine das ja kann, einfach weil sie schnell rechnet. Das geht bei Go nicht. Ja, also bei Go ist man in der Programmierung angewiesen gewesen, jetzt Spielsituationen zu trainieren. Und da hat man auch 2015 an die 140.000 Spielsituationen trainiert, wovon die ersten Menschen vorgegeben worden und die nächsten dann von dem Programm selbst generiert worden. Also das Computerprogramm hat Spielsituationen erzeugt, damit es nachher auf diese erzeugten Spielsituationen die richtigen Antworten geben kann. Also nachdem das Ganze gestartet ist, konnten sich Softwareentwickler zurücklehnen und sagen, jetzt trainiert sich das selbst, dieses System. Und das Ergebnis ist, dass der weltregierende Go-Weltmeister damit geschlagen wurde. Ja? Also ganz anderer programmiertechnischer Ansatz, eine ganz andere Art von Intelligenz. So, wer von Ihnen spielt Poker? Ja, wiederum eine Entwicklung eines Programmes, Deep Stack in diesem Fall. Also immer wenn es mit Denken zu tun hat, muss man Deep dazu sagen, weil dann wirkt das gleich überzeugend. Dieses bei Pokerspielen hat jetzt wiederum eine ganz neue Dimension, eine ganz neue Qualität gegenüber den beiden anderen, gegenüber Schach und gegenüber Go, nämlich, dass man hier in jedem einzelnen Schritt die Strategie ändern muss. Also nicht eine Strategie von Anfang bis zum Schluss durchspielt, sondern man muss immer auf die, wenn Sie sich jetzt so bildlich vorstellen, auf den Gesichtsausdruck des Gegenspielers irgendwie eine Aktion setzen oder eine Strategie entwickeln. Also das ist gar nicht leicht. Und in diesem konkreten Fall konnte gezeigt werden, wie bei, No Limit Texas Hold'em Poker, ein Computerprogramm die besten Pokerspieler bezwungen hat. Also genau diese strategischen Entscheidungen von Zug zu Zug neu entwickeln, besser beherrscht hat als der Mensch. Ja. So, jetzt könnte man natürlich sagen, also die Rechenleistung ist das, was hier beeindruckt. Da sehen Sie die weltgrößten, damit leistungsstärksten Computer der Welt. Summit, IBM Power, das sind 2,4 Millionen Cores. So, auf Ihrem Notebook-Computer haben Sie vielleicht einen Quad-Core oder vielleicht einen 8-Core-Rechner. Auf Ihrem Handy haben Sie mittlerweile auch schon Dual-Core-Prozessoren, vielleicht sogar Quad-Core von Intel eingebaut. Da sind 2,4 Millionen Cores drinnen in einem Gehäuse. Natürlich füllt das einen ganzen Raum. Und das macht immerhin eine Leistung von 143.000 Teraflops.
Teraflops. Nur damit Sie jetzt eine Vorstellung haben, wenn Sie einen dieser leistungsstärksten Rechner heute als Notebook-Computer haben, so wie ich da, Intel Core i9 Extreme, 1,7 Teraflops, ja, das hier macht 140.000 Teraflops. Ja. Ich komme dann vielleicht am Nachmittag nochmal darauf zurück, wo ich dann auch sagen möchte, dass wir eigentlich den größten Supercomputer, den wir uns vorstellen können, in unserer Tasche haben. Also wenn wir hier mit einem Quad-Core ein Teraflop Leistung bringen können. Wir haben heute 7,1 Milliarden solcher Geräte, also nicht Smartphones. Aber es wird bald so sein, dass wir alle Smartphones auf dieser Leistungsstufe haben. Dann haben wir 7 Milliarden Teraflops, wenn wir nur die Rechenleistung der Mobiltelefone zusammenzählen. Also das ist eine gigantische Maschine. So etwas hat die Menschheit noch nie irgendwo gehabt, entwickelt in dieser Komplexität. Das gibt es einfach nicht. Der Teilchenbeschleuniger am CERN, ja, ist eine 1x1 Abacus-Maschine im Vergleich dazu. Ja. Sierra Bauer, das muss ich Ihnen nicht weiter erzählen, aber die Geschichte möchte ich dann schon noch abrunden, nämlich 2017 schreibt der New Scientist, das ist so eine Art populärwissenschaftliches Wissenschaftsmagazin, auf der Titelseite eines dieser leistungsstärksten Supercomputer am Planeten, und da wird getitelt: This is not a thinking machine. Und auf der unteren Seite, unteren Halbseite, steht dann ein zweites Bild. Das ist irgendwie ein Element eines organischen Systems, eines Tissues aus dem Gehirn, also ein Neuron. Und darüber steht: This is a thinking machine. Hm? Also Überraschung. Und damit gehe ich über zu dieser Entwicklung von Verwenden der Neuronen im menschlichen Gehirn. Also es sind circa 20 mal 10 hoch 9 solcher. Die sind aufgebaut. Im Film habe ich es ja versucht zu erklären. Da gibt es einen Zellkörper und den Nukleus dazu, da gibt es Verästelungen, die Dendrite heißen, da gibt es ein Axon. Aufgrund dieser Wahrnehmung aus der Umgebung via Synapsen in den Dendriten kann diese Zelle ihr Aktivierungspotenzial verändern, erhöhen oder senken und propagiert es entlang des Axons weiter nach vorne. Und die Verästelungen, die da hinten stehen, die docken sozusagen an Nachbarzellen an über diese Koppelelemente, das sind Synapsen. Da passiert eine elektrochemische Signalübertragung von der Zelle zur Nachbarzelle. Und das sind insgesamt 100 Milliarden Zellen dieser Art, die wir im Kopf mittragen. Also eine unfassbare Größe. Und durch diese Vernetzung und erst recht durch die Modulbildung können wir dieses Denken in irgendeiner geeigneten Form auch nachbilden. Und das Nachbilden lautet: Wir haben ganz einfache mathematische Modelle für das Funktionieren hier. Also das, was im Zellkern passiert, ist einfach eine ganz einfache gewichtete Summe über das, was auf der Inputseite aus dem Nachbarfeld aufgenommen wird. Dann gibt es eine Aktivierungsfunktion. Es gibt verschiedenste mathematische Modelle dafür, Sigmoid, Stufenfunktion, Threshold-Funktionen, wie auch immer. Und das erzeugt einen Output über das Axon, das weitergegeben wird an den Nachbarn. Ja, so funktioniert Gehirn und so funktioniert Denken. Und das noch jetzt fortgesetzt bringt mich dann zu den Ursprüngen. Frank Rosenblatt 1958 hat genau mit dieser Überlegung experimentiert und eine solche Zelle, eine Inputzelle definiert, diese angenommen und eine Outputzelle dahinter gesetzt. Die gelbe ist einfach nur, die den Input nimmt, aggregiert in diesem Sinne der Aktivierungsfunktion und den Output weitergibt an die Outputzelle, und die gibt nur das Ergebnis zurück.
Da sehen Sie seinen Aufbau. Nach diesem Prinzip das sogenannte Perzeptron implementiert. Und er hat ein Experiment dazu. Er hat Tafeln, da sind ein Kreis drauf. Und eine zweite Tafel, da ist ein Dreieck drauf. Und der Computer, der hat eine Kamera und er zeigt den Kreis. Und die Maschine reagiert aufgrund dieser Aktivierungsfunktion in irgendeiner Form und gibt zurück, ist ein Kreis. Dann sagt er, okay, bestätigt, das ist ein Kreis. Ja, dann zeigt er einen Kreis und die Maschine sagt, das ist ein Dreieck. Dann korrigiert er diese Entscheidung der Maschine und die Maschine setzt dieses Gewicht hier entsprechend zurück, also verändert die Verstärkungsgewichtung. Und dann zeigt er noch einmal ein Dreieck und die Maschine sagt noch immer Kreis, dann korrigiert er wieder und dann zeigt er noch mal ein Dreieck und die Maschine sagt wieder Kreis, wieder korrigiert. Und er kann zeigen, dass wenn man 50 Mal oder weniger als 50 Mal diese Anpassung der Gewichte macht, kann diese Maschine zu 100% einen Kreis von einem Dreieck unterscheiden. Kein Programm, keine Instruktion, kein Turing, kein John von Neumann, nur gewichtete Summen von Inputsignalen. Ja? Also das ist erstaunlich. Und das geht normal und jetzt durch alle Decken. Also natürlich mehr nehmen, Hidden Layers, wenn da jetzt ein solches Netzwerk ist, wo dazwischen noch Hidden Units gewählt werden, die jetzt gar nicht Input und Output relevant sind, aber intern wichtig sind, um Repräsentationen abzubilden und das vergrößert etc. und diese sogar vergessen lässt und diese randomisiert macht und Zufall zulässt etc. Dann kann man Systeme bauen wie, das ist jetzt wirklich ein solches Deep Convolutional, da gibt es irgendwie ein Bild, da sieht man Strukturen, die der Mensch gar nicht deuten kann, Blobs und Edges. Auf der nächsten Stufe, in der nächsten Ebene von Hidden Layers kann man dann schon ein bisschen so etwas wie Texturen erkennen und darstellen, Object Parts in der nächsten Stufe, bis nach hinten hinaus dann sogar Konzepte und Objektklassen deutlich werden. Und es gibt auch jetzt schon 10 Jahre alt ganz praktische Anwendungsmöglichkeiten wie da auf dieser Straßenkreuzung in China, wo heute Verkehrsüberwachungskameras angedockt an diese Intelligenz im Hintergrund sofort sagen können, das ist ein Fahrzeug, das ist ein Auto, das ist ein Fahrrad, das ist ein Moped, sogar License Plate Erkennung, das ist genau die und die Zulassung etc. kann hier gemacht werden. Die Intention kann ermittelt werden, wird das jetzt links abbiegen, wird es rechts abbiegen, wird es sicher korrekt verhalten, falsch verhalten, da kann man automatisch gleich ein Strafmandat zuschicken, weil ja das License Plate erkennen das auch tut. Und ich würde meinen, das passiert auch, also wenn Sie von diesen Social Credits wissen, die in China ja die Gesellschaft regulieren mittlerweile, dann geht ganz klar das in diese Richtung her. Ja. Da hätte ich jetzt noch viel zu erzählen gehabt, wie das sich in der Gesamtentwicklung darstellt, möchte aber zu diesem Punkt auf jeden Fall kommen. Kriege noch so 2, 3 Minuten oder 5 Minuten oder so. Gut. Dann zumindest dieses Bild hier, ja, können Maschinen denken. Da sehen Sie jetzt, da ist die von Neumann-Architektur, 1945 publiziert. Da ist der Speicher und da ist der Prozessor. Das ist ein i9 von Intel. Ja. Und jeder Computer ist so gebaut. Das heißt, speichern und rechnen sind separiert und durch den Bus miteinander verbunden. Ja? Und wenn wir jetzt diese Neuronenstruktur, da wird ja auch offenbar verarbeitet, hernehmen, dann haben wir diesen Zellkern, den Nukleus, da haben wir das Axon, wir haben die Dendrite, wir haben die Synapsen hier auf der Inputseite. Von Nature Architecture nenne ich das, ja, von Nature Architecture, nicht 1945, sondern sogar knapp 2 Millionen Jahre von heute zurück, von Nature Architecture. Ja. Und dieses kann offenbar denken und dieses kann nicht. Ja.
Es zirkulieren natürlich Rumoren, warum das so ist. Meine persönliche Erklärung ist, dass hier in einer und einzigen Einheit sowohl gespeichert als auch gerechnet wird. Das ist entscheidend. Ja, also das Neuron speichert den Aktivierungswert und verändert den auch. Also es rechnet, indem es kombiniert mit dem Umfeld, mit der Nachbarschaft. Das macht keiner der Computer, die wir heute haben. Ja. Wir sind mittlerweile jetzt auch in Kooperation mit Chip-Herstellern, wo genau dieses Prinzip auch umgesetzt werden soll, nämlich dass gespeichert und gerechnet in ein und demselben wird. Das heißt Neuromorphic Processing, das Ihnen sicherlich schon geläufig ist. Zum Schluss vielleicht noch jetzt diese qualitative Unterscheidung. Also wir haben es jetzt mit programmierten Maschinen eigentlich zu tun. Wenn wir jetzt was als Funktion, als Applikation auf einem Computer laufen haben, dann ist das klar programmiert. Das ist entwickelt, das ist Software und wir können für diese programmierten Systeme sagen, dann wie die Funktion aussieht und was sie tun sollen. Und demgegenüber stehen jetzt die trainierten Systeme, also wo wir so ein neuronales Netzwerk trainieren. Also wir könnten zum Beispiel einen Text, der jetzt, weiß nicht, daherkommt, als eine E-Mail, ja, analysieren automatisch. Wer kennt diesen 419er Scam, hier im Haus wahrscheinlich jeder, das nigerianische Spammen. Also da wird die Geschichte erzählt, da ist jetzt ein mächtiger afrikanischer Politiker und der ist gestorben. Und es liegen x Millionen irgendwo brach und die müssen jetzt irgendwie verwertet werden. Und man braucht nur seine Bankkontodaten zu bekannt geben, damit man dort dabei ist. Und dann wird das ausbezahlt und dann bekommt man diese Millionen überwiesen auf das Konto. Ja, so, also wenn man am Tag 3 oder 4 solche Dinge bekommt, da weiß man als Mensch natürlich, was man zu tun hat. Wenn man aber jetzt auch ein Programm hat, das diesen Text analysiert, dann könnte man sagen, wenn immer Nigeria, wenn immer dort Millionenbeträge und wenn immer dort Kontodaten zu übermitteln drinnen steht, dann ist das klar Spam. Wenn nicht, dann ist das eine richtige E-Mail. Da könnten wir dann eigentlich so einen Art Filter setzen, der kontextsensitiv dieses vornimmt. In jedem Fall steht aber jetzt hier ein Art Lernprozess vor dem Verwendungsprozess dieses Systems. Also es wird trainiert. Und dieses Trainieren bedeutet, dass man mit Mustern erklärt, wie im Falle von etwas, das so ausschaut wie dieses Muster, zu reagieren wäre. Ja, also das ist das Prinzip von den lernenden Systemen. Und da kann man mit Regression und je nachdem, ob man einen Teacher oder nicht hat, Unsupervised Learning machen, Clustering machen, da könnte ich jetzt Vorlesungen halten drüber, das erspare ich Ihnen, wie man Anomalien entdecken kann etc. Reinforcement Learning, das ist das Neueste, das man irgendwie versucht, jetzt nicht mit großen Trainingsdatensets, das Google-Projekt ImageNet hat ja damals 1,4 Millionen Bilder aus dem Internet gezogen, alle mit Katzen und Hunden, unterschiedlicher Rassen, unterschiedlicher Farbe, unterschiedlicher Position etc. Und hat nach dem Amazon Mechanical Turk Prinzip an 200.000 Menschen diese Bilder übermittelt, mit der Bitte zu klassifizieren, was auf diesem Bild zu sehen ist und das mit einem Satz zu erklären. Ja. Und Google war mächtig stolz darauf dann vor 6 oder 7 Jahren, dass wenn ein zufälliges Bild mit Hund oder Katze daherkommt, dann entscheiden kann, ob das jetzt ein Hund oder eine Katze ist, unabhängig von Rasse, Farbe, Haarlänge, Position, Umgebung und so weiter. War irgendwie eine Sensation sozusagen. Und klarerweise ist das Wissen, das ein solches System haben kann, an diesen Mustern bemessen. Also das, was als Muster jemals gezeigt wird, kann kodiert werden. Auch vielleicht so zentrale Tendenzen wie, sollte 4 Beine haben. Ja, das kann man auch noch irgendwie ableiten davon, aber nicht irgendwelche Ausnahmen. Und vieles, das mit Artificial Intelligence heute zu tun hat, macht genau das. Es werden einfach Muster genommen. Mit diesen Mustern werden Modelle trainiert, aufgebaut und diese Modelle, die steuern dann letztlich im Einsatz Systeme, zum Beispiel autonomes Fahren, Vehikel. Da haben wir jetzt Kameras, die schauen nach rechts hinten und nach links hinten. Da gibt es Kameras, die schauen nach vorne. Die Bildauswertung, Analyse erlaubt andere Fahrzeuge zu erkennen, was am Straßenrand passiert und so weiter. Also die Situation zu erkennen und steuert dann entsprechend das Fahrzeug
entlang einer geplanten Route, so dass eben möglich ist. Jetzt muss ich in diesem Haus nicht sagen, dass wir uns da auf Level 2 bis Level 3 des automatischen Fahrens befinden, aber genau an dieser Schnittstelle von Monitored Driving zu Non-Monitored Driving. Also wo wir in diese Ebene der bedingten Automatisierung und High-Automatisierung, High-Level-Automation kommen, wird dieses Monitoring zurückgenommen und dann wirken die Systeme für sich. Und dann kommt es eben darauf an, bei diesen automatisch fahrenden Vehikeln, was dort trainiert wurde. Ja. Und eines darf ich dann noch nachlegen. Also ein wahrscheinlich bekannter Fall, da fährt ein solches autonomes Fahrzeug, ich sage jetzt einmal anonym Model S dazu, in einem Modus, also hier fährt es, in einem Modus, der sich jetzt einfach Autopilot-Modus, symbolisch nur, nennen möchte. Ja. Und das ist natürlich ausgestattet mit Sensoren. Und auf derselben US Highway 27 kommt ein LKW entgegen, der links abbiegt. Und dieser hat eine Ladebordwand aus gebürstetem Aluminium. Und das visuelle Erkennungssystem in diesem Model S hier erkennt darin, na, das ist der Himmel. Das hat dieselbe Farbe wie der Himmel. Schöner Tag heute, sonnig, let's go. Ja. Dann hat dieses natürlich auch LIDAR-Sensoren, Distanzmesser. Und die sind sehr bodennahe. Und dann misst natürlich dieses Model S auch bodennahe die Distanz auf dieser Fahrbahn und misst unter dieser Bordrampe durch. Und die LIDAR-Sensoren sagen, Freeway, let's go. Ja. Ungebremst fährt dieses Model S genau in diesen Truck. Das Bedauerliche daran ist jetzt nicht, dass da Blech irgendwie zu Schaden kommt. Das Bedauerliche ist, dass dieser Fahrer stirbt dabei. Ja. Und die Antwort des Herstellers ist dann, naja, klar, wir sind ja in der Testphase. Das ist ein Public Beta Release, das jetzt auf den Straßen ist. Ja. Aber wir verbessern ja das ständig. Nicht? Also ist, ja. Dieselbe Unternehmung, für die ich Werbung machen möchte, jetzt ist natürlich eine, die jetzt sich auf die Verbringung von Material in den Orbit gewidmet hat. Und eines der Promotions 2018 war ja, dass man mit einer Trägerrakete schwere Lasten in den Orbit bringen kann. Und als Beispiel hat man da gewählt, naja, nimmt man halt einen Roadster. Einfach nur, um eine populäre Pressenachricht zu haben damit. Und es passiert auch und erfolgt, und da sind natürlich Kameras aufgebaut, weil man der Welt zeigen möchte, dass man im Orbit ist. Klar. Und da habe ich dieses Video auch noch gefunden, eigentlich im Full Automation, Autopilot-Modus. Ja, braucht man sich nur zurücklehnen und warten. Und jetzt passen Sie genau auf, was in diesem Video gezeigt wird. Da ist jetzt der Fahrer und wo hat der seine Hand? Ja, also genau hier am Lenkrad. Obwohl da oben mit sehr wenig Gegenverkehr zu rechnen ist. Ja, also nur sicherheitshalber macht er das hier. Und da wird es jetzt weitergehen, aber das mache ich nicht und stoppe an der Stelle und vertage den Rest meiner Ausführungen an den Nachmittag. Herzlichen Dank. Applaus